Ja, wir begrüßen Sie zu einem Kapitel, zu einem neuen Kapitel aus unserem Block Limnologie. Es geht heute um die Verteilung von Wasser. Welche Mengen finden wir bei uns auf der Erde und welche Kreisläufe finden wir? Vorerst etwas Allgemeines zum Thema Wasser. Mit welchen Mengen haben wir es hier zu tun? Das heißt, wenn wir auf die Ozeane blicken, bedecken ca. 71% der Erdoberfläche Ozeane mit einer mittleren Tiefe von 3,7 Kilometern. Das entspricht ca. 1,35 Milliarden Kubikkilometern. Das heißt jedoch, das gesamte Wasser der Erde macht nur 0,02% der gesamten Erdmasse aus. Wenn wir uns das dann im Detail ansehen, wie ist dieses Wasser aufgeteilt in Salzwasser und Süßwasser, dann sind die Proportionen sehr, sehr ungleich verteilt. Wir haben hier ungefähr 96,5%, was als Salzwasser gilt, und nur 3,5% als Süßwasser. Wenn wir diese 3,5% noch einmal aufdröseln, sehen wir über zwei Drittel als Eis gespeichert, ein knappes Drittel als Grundwasser und nur sehr, sehr wenig davon mit 0,4% als Oberflächenwasser. Und das ist jene Menge, mit denen wir Limnologen arbeiten. Jedoch, was ist Wasser? Man hat es früher als Element bezeichnet, beziehungsweise schon zu Zeiten von Aristoteles, wo man die vier Elemente bezeichnet hat. Aber man weiß inzwischen natürlich, Wasser ist kein Element. Es entstand aus Sauerstoff und daraus in der Verbindung mit dem als Wasserstoff und daraus in der Verbindung mit dem Sauerstoff zu diesem einzigartigen Molekül Wasser. Das heißt, das Wasser ist hier im Prinzip das wichtigste Element für das Überleben bei uns auf der Erde, weil flüssiges Wasser die Requisite ist für einen aktiven Stoffwechsel, Reproduktion und auch Evolution. Wenn wir uns hier den Mars ansehen, vermutet man, dass dort Wasser gewesen ist. Es war ein wasserreicher Planet, ganz im Gegensatz zum Glück zur Erde. Nochmals als Anknüpfungspunkt hier diese nur 0,4%, was am Oberflächenwasser hier als Süßwasser gekennzeichnet ist. Wenn wir uns hier die Wasservorräte auf der Erde ansehen, dann sehen Sie hier noch einmal etwas aufgeschlüsselter, was auch als Bodenfeuchte anzusehen ist, beziehungsweise die Süßwasser sehen mit nur 0,188%. Das sind die gesamten Seen. Und hier wiederum nur 0,004%, was als Süßwasser in den Flüssen rinnt. Die Aufenthaltszeiten von Wasser sind in sehr, sehr verschiedenen Zeiten hier aufgetragen. Wir haben zum Beispiel biosphärisches Wasser, was ungefähr eine Aufenthaltszeit von einer Woche hat. Wenn wir uns zum Beispiel Seen ansehen und Speicherseen, die haben im Schnitt ungefähr eine Aufenthaltszeit oder eine Erneuerungszeit von 10 Jahren, wobei bei Eiskappen und Gletschern kann es über 1000 oder tausende von Jahren gehen. Grundwasser kann über sehr, sehr lange gehen, bis zu 10.000 Jahre oder sogar noch viel länger. Das sind natürlich gemittelte Werte, die wiederum große Extreme aufweisen können. Hier nochmals, wenn wir uns die Meere ansehen, zum Beispiel die Verweilzeit eines Wasserkörpers im Meer hat ca. 3.300 Jahre, wohingegen Flüsse, welche verständlicherweise eine sehr kurze Verweildauer haben, mit 0,03 Jahren oder 12,5 Tagen im Schnitt. Die globalen Flüsse und Reservoirs sehen Sie hier auf dieser Grafik. Was jetzt wirklich alles im Umlauf ist von den Kreisläufen? Wir haben hier zum Beispiel einen Nettotransport vom Wasser an Land mit ca. 40.000 Kubikkilometern pro Jahr. Das setzt sich wieder zusammen aus der Verdunstung von den Wasseroberflächen. Gespeist werden die Wasseroberflächen wiederum durch Zuflüsse, durch Niederschläge
und auch durch unterirdische Zuflüsse. Somit spricht man von einem jährlichen Fluss vom Meer zu Land bzw. Land zu Meer von 40.000 Kubikkilometern. Der Abfluss, welcher heutzutage zu erwarten ist, sehen Sie hier am größten in Asien, in Südamerika dann gefolgt. Australien, Europa sind relativ klein, natürlich auch Afrika. Und hier die Flüsse mit über 1% des Gesamtabflusses sehen Sie hier. Das heißt, wenn Sie sich den Amazonas ansehen, der hat ungefähr ein Sechstel des gesamten Abflusses mit einem Abfluss von 6,6 Kubikkilometern pro Jahr. Und ungefähr 10 Flüsse, die 10 größten Flüsse der Welt, bewerkstelligen ein ganzes Drittel des Gesamtabflusses. Die größten Flussbecken, welche wir finden in der Welt, sehen Sie hier auf dieser Weltkarte. Das heißt, wir haben in Nordamerika sehr, sehr große Flüsse, auch Südamerika natürlich, wo wir den Amazonas haben, beziehungsweise den Paraná. In Europa spricht man hier bei der Donau von einem großen Flussbecken. In Afrika der Niger, der Nil zum Beispiel, beziehungsweise der Euphrat und Tigris und die großen Flüsse in Asien mit der Wolga, Ob, die Lena, nur als prominente Beispiele. Die Alpen sind für Europa extrem wichtig, für die Wasserversorgung. Man nennt sie auch den Wasserturm Europas. Und es setzt sich dadurch zustande, dass hier ein zum Glück großes Ungleichgewicht besteht zwischen dem Niederschlag und der Verdunstung. Das heißt, wir haben einen ungleich höheren Niederschlag als Verdunstung. Das heißt, wenn wir die Alpen nicht hätten, dann hätten wir eine sehr kleinere Differenz davon mit ungefähr 270 mm, an welche hier noch übrig bleiben. Durch die Alpen jedoch haben wir einen sehr hohen Niederschlag mit 1460 mm und somit bleiben als Abfluss 980 mm übrig im Schnitt. Die großen Becken hier in den Alpen betreffen vorerst die Donau, den Po, den Rhein und die Rhone.